Läuft es? Ja, es läuft. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Genau, herzlich willkommen erstmal. Und ja, in meinem heutigen Video geht es natürlich erstens mal, ich wollte heute eigentlich meine PS4 mal anschalten und euch ein paar Videos liefern, aber es ging nicht, weil das PSN irgendwie down ist. Aber jetzt reden wir über was anderes, und zwar über die USK, über die Unterhaltungsselbstkontrolle. Naja, deutsche Politiker sind ganz groß in ihren Reden, dass in Deutschland doch Medien sind, Freiheit herrscht, ne? Jeder darf sagen, was er will. Jeder hat doch Freiheit. Deutschland, Recht und Freiheit. Vaterland oder keine Ahnung, wie das heißt. Es interessiert mich auch nicht, ganz ehrlich. Euch interessiert es auch nicht. Es geht mir einfach darum, wie man es nur machen kann, dass man Spiele schneidet, die sowieso ab 18 sind. Ich meine, die USK schneidet Spiele, weil sie jugendgefährdend sind. Ab 18 Jahren sind die Spiele doch sowieso nicht mehr für Jugendliche, sondern für Erwachsene. Warum schneidet man die dann? Die USK hat absolut versagt. Das sind richtige, richtige dumme Menschen. Sorry, anders kann ich das nicht sagen. Die sowas schneiden, ja. Das hier ist ein verbotenes Spiel. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Und zwar ist es jetzt nicht Wolfenstein New Order. Das gibt es in Deutschland, soweit ich weiß. Aber das ist das Wolfenstein für die PS3. Dort sind Hakenkreuze zu sehen. Dort sind, kann man die Gesichter zerschießen, die Beine wegballern und so weiter. Ein richtig schönes, brutales Spiel. So stelle ich mir ein Spiel vor. Ich finde es richtig geil. Muss ich euch wirklich sagen, wie die Nazis versuchen, Deutsch zu reden, obwohl sie es nicht schaffen. Auf jeden Fall ist das ein geiles Spiel. Wolfenstein habe ich immer noch auf der PS3. Hab ich, also die, das habe ich immer noch. Ich habe auch noch Fallout 3. Das ist auch Uncut, da kann man ja wirklich die Körperteile wegballern und den Rumpf vom Menschen wegballern, dass nur noch Gedärme übrig bleiben. Ist natürlich in Deutschland auch verboten. Fallout 3, Fallout New Vegas ist dann erlaubt worden und so weiter. Ich finde das richtig kacke. Ich musste mir sogar Dead Island Riptide für Steam holen, ne? Ich dachte, das gibt's im Laden, ne? Uncut gab's nicht. Und das finde ich auch eine coole Sache. Bei Steam gibt es ja offiziell dieses Dead Island Riptide nicht. Dieses brutale Zombie-Spiel in Ego-Perspektive, wo man Körperteile weg metzeln kann. Gab's nicht, hab's gesucht, gab's nicht. So, da habe ich mir bei MMOGA oder wie das heißt, so ein Key geholt, so ein Code. Hab den dann bei Steam eingegeben und ta-ta-ta-ta-ta. Das Uncut-Spiel wurde runtergeladen. Geilo! Richtig fett, und jetzt spiele ich sehr oft abends 2, 3 oder auch 4 Stunden Dead Island Riptide und schlachte die Zombies ab. Trenn die Körperteile von den Zombies und es fließt viel Blut. Postal 2 muss ich mir auch noch holen. Auch so ein Uncut-Spiel, auch brutal und so. Und ja, ich bin ein großer Fan von Uncut-Spielen. Also von brutalen Spielen, die besonders blutigen Spielen. Da bin ich ein richtiger Fan davon. Besonders wenn Körperteile wegfliegen, ist das richtig geil hier. Das ist Wolfenstein hier. Vielleicht habt ihr das. Könnt ihr euch ja holen. Im Internet ist alles möglich. Kein Problem. Da könnt ihr euch das bestellen. Wolfenstein kostet wahrscheinlich noch 7, 8 €. Mehr wird das nicht kosten. Dead Island Riptide zum Beispiel musste man für die PS3 40, 50 € zahlen. Ich habe es für 7,99 bekommen. Super. Komplette Version. Geil. So, USK. Unterhaltung, Selbstkontrolle. So ein großer Schrott. So ein großer Schrott. Meine ersten Erfahrungen mit geschnittenen Spielen war Fallout 3. Als ich die ganze Zeit versucht habe, Körperteile wegzuballern.
Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ich wusste gar nicht, dass man Spiele schneiden kann oder dass es überhaupt geschnittene Spiele gibt, weil da stand ja 18 Jahre alt drauf und ich habe mir gedacht, okay, das muss ja ungeschnitten sein, aber es war nicht geschnitten. Ich baller da mit einer Schrotflinte auf den Kopf, der Kopf explodiert nicht. Internet eingegeben, deutsche Version geschnitten und dann habe ich es erstmal kapiert. Ich habe mich geärgert, so viel Geld auszugeben für ein Spiel, was nicht 100% dem Original entspricht. Es ist einfach geschnitten. Die wichtigsten Szenen sind entfernt. Ein Fallout 3 zum Beispiel, ein Dead Island, ein Postal, da müssen einfach die Arme, die Beine wegfliegen. Das gehört dazu. Wie steht ihr zu diesen ganzen Murks? Natürlich wäre es einfacher, wenn die USK endlich abgeschafft werden würde oder wenn die USK einfach mal ein bisschen lockerer wird. Gut, sie wird lockerer. Die USK wird lockerer. Aber ich möchte auch einen Wolfenstein in Deutschland kaufen mit Hakenkreuzen drin. Obwohl ich kein Nazi bin, gehört das einfach in ein Spiel dazu. Es ist die Atmosphäre. Es gehört nun mal zur Geschichte. Und man kann die Geschichte nicht irgendwie sagen, ja, scheiß Nazis, müssen wir alles erstmal hier verbieten hier. Scheiße. Die Geschichte ist passiert. So. Und jetzt haut rein. Wie steht ihr zu dieser ganzen USK-Peggy-Geschichte? Ich mag die USK nicht, aber es ist mir egal, weil ich jetzt das Internet für mich entdeckt habe und habe erst jetzt gemerkt, wie leicht es doch ist, im Internet ungeschnittene Spiele zu spielen. Besonders bei Steam kann ich ja alle ungeschnittenen Spiele spielen, die selbst in Deutschland verboten sind. Funktioniert einfach den Key anfordern, am besten MMOGA oder wie das heißt. Bezahlen, nach 10 Minuten kommt der Key und dann Code eingeben bei Steam und dann lädst du das Ding runter und dann kannst du zocken. Geile Sache. Haut rein. Bis dann. Ciao.